mir sitzt Sabine Klingelhöfer von der Firma Neudorf. Frau Klingelhöfer, wie geht denn die Firma Neudorf mit dem aktuellen Thema oder auch schon etwas länger aktuellen Thema Nachhaltigkeit um? Also ganz klar ist schon seit Jahren zu erkennen, dass der Verbraucher immer stärker zu umweltschonenden Produkten greift. Das ist gewünscht, gerade im Garten, wo ich so meine kleine Welt habe, die ich mir schön machen möchte, wo ich wirklich das Gefühl haben möchte, hier ist alles in Ordnung. Hier kann ich jedes Blatt abschlecken sozusagen und da ist nichts Giftiges dran. Also dieser Trend wird immer stärker, haben wir das Gefühl. Und so haben wir zum Beispiel zu dieser Saison homöopathische Pflanzenelixiere auf den Markt gebracht. Wir waren selber gespannt, wie das ankommen wird und stellen jetzt fest, boah, der Verbraucher schätzt das wert und ist sehr begeistert davon. Die Nachfrage ist also sehr stark da. Und insofern, also das spricht ja Bände, denke ich, dass die Leute wirklich ein großes Interesse an dieser Art von Produkten haben. Homöopathie für Pflanzen, wie kann ich mir das denn vorstellen? Das sind Flüssigkeiten, die Sie einfach mit dem Gießwasser ausbringen und am besten schon frühzeitig im Jahr, also so ab dem Frühjahr regelmäßig einmal im Monat zum Beispiel Ihre Rosen damit gießen. Und das regt die ganzen Abwehrkräfte der Pflanze an, regt den Stoffwechsel an in der Pflanze, sodass die Pflanzen ja letztlich wie beim Menschen auch unterstützt werden und bessere Abwehrmechanismen gegenüber Krankheiten und Schädlingen haben, ohne dass ich jetzt irgendwelche regelrechten Pflanzenschutzmittel anwenden muss. Ökologische Düngemittel haben Sie schon seit geraumer Zeit in Ihrem Sortiment. Merkt man auch, dass da die Nachfrage immer weiter wächst und ansteigt? Ja, also das ist schon seit Jahren so, muss ich sagen, dass diese Nachfrage ansteigt und wir reagieren da auch letztlich darauf, dass wir dem Verbraucher das immer versuchen einfacher zu machen, die Produkte auch anzuwenden. Also es gibt dann spezielle Dünger für Rosen, für Tomaten, für Obst und alles Mögliche, sodass dem Verbraucher das immer leichter fällt, diese Produkte einzusetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit.